Morgens 7.30 Uhr im Orang-Utan-Haus im Tierpark Hagenbeck. Reviertierpfleger Philipp Detzner bereitet das Frühstück für die Gruppe der Sumatra-Orang-Utans vor. Erst wenn Obst und Gemüse verteilt sind und das Gehege sauber gefegt wurde, öffnen sich die Schieber des Innengeheges für die Menschenaffen. Lange Zeit bestand die Hagenbeck-Gruppe aus 6 Weibchen und Tuan, dem 19 Jahre alten Männchen, das sich aber leider nicht für seine Weibchen interessiert. Aus diesem Grund wurde beschlossen, ein weiteres junges Männchen in die Gruppe zu holen. Die Wahl fiel auf Batak, ein 8 Jahre altes Männchen aus dem Zoo Leipzig. Batak selbst ist halt sehr aufgeschlossen, neugierig und vor allem ja auch noch sehr verspielt. Dann hat natürlich sein Alter und sein Geschlecht dazu geführt, dass gerade die Weibchen ihn sehr gut aufgenommen haben als Spielpartner und auch als interessierten Mann. Und super Voraussetzungen für die Integration, was man da sieht. Also wenn man ihn jetzt auf der Anlage rumtouren sieht, denkt man, er ist schon das ganze Leben hier. Also. Noch ist Batak erkennbar kleiner als Marie und Simja, mit 12 Jahren die nächst älteren der Gruppe. Bataks Arme und Beine sind dünner, sein Fell ist deutlich kürzer und er trägt schon die für alle männlichen Tiere typische hohe Stirn. Außerdem ist die Haut um seine Augen herum hell gefärbt und er ist ganz einfach der verspielteste von allen. Aber wie lange kann das gut gehen? Ja, der Zeitpunkt, wann er in die Pubertät kommt, das ist immer sehr unterschiedlich. Das kann, wenn die sehr frühreif sind, mit 10, 11 schon losgehen, kann aber auch mit 12, 13 erst passieren. Wenn jetzt ein anderes dominantes Männchen auf der Anlage ist, wie zum Beispiel Tuan, dann kann so eine Pubertät auch gut herausgezögert werden. Das heißt, wir rechnen damit, dass Batak halt recht spät in die Pubertät kommt. Und damit haben wir vielleicht ein Zeitfenster von 3, 4 Jahren, wo Batak geschlechtsreif ist, aber noch keine Konkurrenz für Tuan darstellt. Vielleicht, so die Hoffnung seiner Pfleger, wird Batak niemals ein Problem für Tuan werden. Aber das müssen alle Beteiligten erst einmal abwarten. In der Zwischenzeit bleibt die Hoffnung, dass Batak schon einmal für Nachwuchs sorgt. Bei den seltenen, von der Ausrottung bedrohten Sumatra-Orang-Utans.